Da die Wind- und Wetteraussichten nicht besonders prickelnd waren, beschloss der Soaring Club, ein Sommerfest light zu veranstalten. Es gab einen leider traurigen Anlass, und zwar die Gedenkfeier des dieses Jahres verstorbenen Wolfgang Zach. Ja, und dieser, das kann man wahrlich sagen, war ein fliegerisches Urgestein. Die etwas älteren Piloten unter uns kannten Wolfgang auch persönlich. Die Feier fand am Oststadtplatz statt mit einem anschließenden gemeinsamen Gedenkfliegen. Nach und nach fanden sich ca. 15 Piloten, Freunde, Familienangehörige, alle, die Wolfgang persönlich kannten, am Oststartplatz ein. Hier ein kleiner Zusammenschnitt der Gedenkveranstaltung. Gut, ich wünsche allen einen schönen Nachmittag. Ich denke, meine Stimme ist laut genug, oder? Jawohl. Du bist ja nicht eine kleine Gruppe. Ich darf alle Mitglieder und die Ehrengäste herzlich hier auf der Hohen Wand begrüßen, um an Wolfgang Zach zu gedenken. Unsere Ehrengäste darf ich begrüßen, allen voran Roland Dunger. Wo bin ich? Kennen wahrscheinlich alle Präsidenten der österreichischen Aeroclubs. Grüß Gott, hallo. Hermann Fucker hier, Sektionsleiter burgenländischer Aeroclub. Und ich freue mich sehr, die Familie. Da ist jetzt, der Bernhard mit seiner Familie, der Sohn vom Wolfgang Zach. Ja. Herzlich willkommen, freut mich sehr. Danke fürs Kommen. Ich habe nach dem Tod von Wolfgang Zach mit dem Bernhard telefoniert und er hat gesagt, die Urne von meinem Vater gehört eigentlich auf die Hohe Wand. Und daraus ist ein Projekt geworden, Peter hat das übernommen, vielen Dank. Auf der Suche nach einem Stein hat der Erhard, den Erhard habe ich nicht begrüßt, und am Fliegerwirt, ganz, ganz wichtig. Danke fürs Kommen. Stellvertretend für die ganze Familie Grenn, die halt leider arbeiten muss. Ja. Und der Erhard hat gesagt, da gehört ein Star von der Hohen Wand. Und du hast dich auf die Suche oder hast schon einen Kopf gehabt? Ein Urnleiter, den muss man nicht wegtragen. Den man nicht wegtragen kann, genau. Den wird niemand wegtragen. Und mit Hilfe von vielen anderen ist der Stein noch hertransportiert worden. Wir haben eine Gedenkplakette errichtet. Wir bedanken uns beim Aero Club Niederösterreich für die finanzielle Unterstützung und bei der Flugschule Fly Hohe Wand. Und unser Rudolf Weber hat eine schöne. Vielen Dank. Danke. Ich wollte sagen, du kannst nicht kommen. Und ich würde gleich bitten, weil es gerade so in Action ist, dass du vielleicht den Stein einmal davon reden und bitte. Ich? Passt gerade, weil es dort nächster steht, bitte. Sehr gut, dann mache ich das. Bitte. Ich denke, der Platz, der Oststadtplatz ist gut gewählt, weil das war die Initiative von Erhard und von Wolfgang da, einen Startplatz für uns Paragleiter vor allem zu machen. Ja. Die Flieger, Fliegerinnen, die Zach noch bekannt haben, werden seine Sprüche und seine Geschichten in Erinnerung behalten. Und ich denke, sie werden sie an die jungen Flieger, die ihn leider nicht kennenlernen durften, weitererzählen. Und der Wolfer, sag ich, und die Wand ist eine eigene Geschichte. Die fliegen wollen, es wäre sicher sehr schön, wenn die hintereinander fliegen können. Im Anschluss der Gedenkfeier folgte der Gedenkflug. Wolferl, schau aber.
Ja, der Wolfgang hat wohl auf uns heruntergesehen, denn genau zu unserem Gedenkflug passten die Flugbedingungen ganz gut. Und wie man hier sieht, kam dann gleich nachher die Kaltfront mit Gewittern. Der Wind hat recht rasch gedreht, ja, und das Donnergrollen kam immer näher. Ja, aber jetzt haben wir die Bescherung. Erhard lud uns ein, das Fest nach innen zu verlegen, und zwar in den Gasthof. Dies haben wir natürlich dankend und sehr gerne angenommen. Als wir uns im Gasthof eingefunden haben, ja, da spielte draußen das Wetter schon alle Stückeln. Es gewitterte und regnete ordentlich. Es gab auch ein ausgesprochen gutes und reichliches kaltes Buffet. Da hieß es, schnell zugreifen. Wir saßen noch länger zusammen und ließen die vergangene Saison Revue passieren. Es war dieses Jahr vielleicht kein großes und ausgelassenes, aber dennoch ein feines, kleines, sehr schönes Fest. Bis zum nächsten Jahr.